Und nächstes Bienenvolk. Da waren ja zwei eingewintert hier bei dem Bienenstand von meinen Eltern. Den nenne ich Aue BH übrigens. Das andere Volk stand hier. Das haben wir ja vereinigt und habe ich ja in anderen YouTube-Videos erklärt, dass das Volk zu anderen Völkern ging. Ich habe es dann tatsächlich auf zwei Homehive, die vermietet waren, aufgeteilt. Was übrig bleibt, ist noch das Bienenvolk und hier machen wir jetzt dasselbe wie gerade eben in Grünwettersbach. Es sind wieder 6 Wochen rum. Die Windel fliegt auf jeden Fall mal raus und wird sauber gemacht. Ein paar Varroa-Milben drauf, nicht der Rede wert für die vielen Wochen. Und weg damit. Und dann mal gucken, was sie da drin machen. Sehr schön. Oh, und wie die duften. Bei den Temperaturen sind die Bienen auch alle total am Fliegen. Also wir haben mittlerweile hier 17 Grad. Wahnsinn für Februar. Im unteren Teil gab es hier nichts zu tun. Und jetzt machen wir noch mal eine kleine Futterkontrolle, ob sie denn auch hier noch genügend Nahrung haben. Naja, also mehr als ausreichend. Hier sehe ich nur verdeckelte Waben. Und ein paar aggressive Bienen. Ja, dann machen wir euch wieder zu, Mädels. Bevor ihr mir die Nase poliert. So, nächster Bienenstand. Hi erstmal. Aue Süd ist jetzt dran. Auch wieder hier. Ich glaube, 6 oder 7 Wochen sind hier rum. Und wir machen das Übliche zur Winterkontrolle. Die Platte säubern. Varroa-Milben interessieren nicht mehr. Die Behandlung ist ja erfolgt. Die Windel hier ist ein bisschen klein, wie ich gerade merke. Ja, komm, geh rein. Gut. Bei dem Wetter brauche ich um Leichen ausfegen mir eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, weil die Bienen hatten hier oft genug Flugtage, um die restlichen Leichen selber rauszuschaffen. Jawohl, hab recht gehabt. Ist ein relativ kleines Volk, sitzt aber stabil in der Kiste und da mache ich mir jetzt auch nicht Gedanken drum. Völker, die jetzt in der Sekunde einfach noch ein bisschen Individuen schwach sind, die kann ich im Frühling mit 1 oder 2 Brutwaben von starken Völkern innerhalb von einem Handgriff wieder stark werden lassen. Den Besen lege ich mal dahin, brauche ich gar nicht mehr. Wie gesagt, man macht auch immer jetzt um die Jahreszeit noch mal einen kleinen Futtercheck. Ja, kann ich keine Gedanken machen. Mehr als genug Futter drin. Und zu damit. Nächstes Volk. Ja, die Permakulturen fangen dann auch bald an. Zumindest die Arbeit. Ein bisschen Zeit habe ich noch für die Gartenarbeiten. Aber ihr seht, es fängt schon an. Ne? Also die Pflanzen sind schon unterwegs sozusagen. Die Einraumbeute. Sieht auch gut aus hier von der Windel her. Naja, ich glaube, ich lasse diesmal die Platte da hinten zu, weil ich da gerade einen Holzverzug gemerkt habe. Und wir wollen ja so kurz checken wegen der Futtergeschichte. Dann gucken wir das doch von oben an. Und unten die Klappe mache ich nur auf, wenn hier Leichen unten liegen. Ich sehe da aber keinerlei Leichen. Und hier sieht es auch schon gut aus. Futter sieht man auch überall. Hm. Erster Stich voll ins Gesicht bekommen. Ja, das kann mal passieren, wenn man ohne Rauch hingeht. Boah, der tut weh. Oh, direkt um das Auge bekommen. Der zieht. Erster Stich im Winter ins Gesicht. Eieiei, ist man nicht gewöhnt. Da tränen dann die Augen.
Wow. Stachel ist schon draußen, aber das brettert. Hier auch Windel gut. Da war jetzt gar keine Milbe drauf übrigens. Wow, mega Bienenvolk. Tipptopp, besser geht's nicht. Bleibe dazu. Also der Trick ist, wenn wir hier an den Rändern keine Bienen quetschen wollen, dann müssen wir einfach mit dem Holz ganz leicht andrücken, wieder freilassen, leicht andrücken, freilassen. Die Bienen wollen ja auch nicht gequetscht werden. So kann man den Schaden deutlich reduzieren. Wenn es knirscht, wie jetzt gerade eben hier, dann waren da leider Bienen drunter. Mehr als genug Futter noch drin. Soweit so gut. Upsala, das darf nicht passieren. Ein guter Tipp, bevor ihr oben aufmacht, immer erst unten gucken. Durch Lichteinfall werden die Bienen nervös. Das ist auch der Grund, warum ich gerade eben einen Stich bekommen habe, weil die Hinterklappe interessiert die Bienen nicht so arg, wie wenn man von oben aufmacht. Wow, gerade das nächste tipptopp. Super schöne Bienenvolk und die duften wieder richtig arg. Wow, haben die jetzt gerade geduftet. Auch hier Futterkontrolle. Wie schaut's aus? Ha? Guck mal, ein Tausendfüßler noch drin. Ja, mehr als genug Futter. Das ist, wo ich vorhin beim anderen Bienenstand meinte. Ich bin mir immer zu 100% sicher, dass die Tiere genügend Futter haben, weil ich sie richtig eingefüttert habe. Aber überprüfen ist in allen Fällen besser, wie einfach nur zu denken, dass es passt. Ups, da kam gleich die ganze Plane mit, ist nicht schlimm. Auch hier, also mehr als genug Futter, man sieht es wieder hier von der Seite. Alle Zellen sind verschlossen. Leichen unten sehe ich keine. Dann brauche ich auch die Klappe nicht öffnen. Auch hier wollte mich gerade eine Biene ins Gesicht stechen. Das ist das, wie ich gerade meinte. Ne? Also von der Deckelseite öffnen lässt halt die Wächter relativ fix rausgucken. Und ich denke, ich habe gerade hier zwei Windeln vergessen. Definitiv vergessen. Ist nicht schlimm. Hier. Zwei Varroamilben sehe ich. In dem Gemüll verstecken sich sicherlich noch ein paar mehr. Aber wie gesagt, ist nicht interessant, weil das ist ja alles Wochen drin. Und von daher auch nicht mehr gefährlich für die Bienen. Und selbst wenn ich jetzt hier Varroamilben im Übermaß drin hätte, das Einzige, was ich da machen könnte, wäre dann Brut rausnehmen, aber das ist ja eigentlich alles dann ein grober Imkerfehler, weil man muss ja gucken, dass die Varroamilben noch vor der Überwinterung verschwinden aus den Völkern, zumindest so weit entfernt werden, dass es für die Bienen noch hinnehmbar ist. Okay, also da sehe ich jetzt Bienenleichen, da muss ich jetzt tatsächlich Klappe öffnen und fegen. Futter ist hier mehr als genug drin. Mit viel Glück ist mein Gitter hier ziehbar. Von der Konstruktion sollte es ja ziehbar sein, aber ja, wieder Holzverzug. Brauchen wir den Besen. Wahnsinns großes Bienenvolk. Wow. Und die haben auch
einen relativ hohen Leichenfall durch die Länge der Kiste. Verkalkulieren sich da manchmal die Bienen und bringen die Leichen auf die falsche Seite. Und da muss man dann als Imker nachlegen. Das Volk duftet auch sehr intensiv. Klappe dazu. Und letztes Bienenvolk. Auch hier nicht nennenswert. Sehe ich jetzt überhaupt gar keine Varroamilbe. Doch, zwei sehe ich wieder. Drei sehe ich. Aber interessiert nicht. Hier erinnere ich mich auch, dass die tatsächlich einen höheren Varroa-Befall hatten. Aber das Volk scheint damit klarzukommen. Alle Völker wurden dieses Jahr mit Oxalsäure behandelt, ausnahmslos. Und zwar mit der Träufelmethode. Im brutfreien Zustand natürlich. Siehe die Videos Oxalsäurebehandlung. Und ein Stich in die Lippe. Ja, das ist halt eigentlich mein Fehler, weil normalerweise müsste man bei den Temperaturen den Raucher anmachen. Aber ja, mein Gott, ich bin halt Berufsimker. Dann kriegt man halt mal einen Stich. Ist gesund, muss man von der Seite sehen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt hier in jedes Bienenvolk reinrauche, mache ich ja die Bienen total nervös. Und das muss auch nicht sein. Da ist es vielleicht einfach besser als Mensch zu sagen, ja mein Gott, kriegt man halt mal ein paar Stiche ab. Schöner Tag heute und zum nächsten Bienenstand. Willkommen beim Bienenstand Born. Auch hier beginnen die Hochbeete zu wachsen. Schön, wie sich alles entwickelt. Ach, dieser Polster-Thymian. Genial. Ich freue mich richtig auf den Frühling. Ihr seht, die Bienen sind hier richtig am Fliegen. Auch hier, ja, mittlerweile 17 Grad um 15 Uhr. Ich will heute euch in Stille zuschauen lassen. Ich fange vorne an und bevor die Bienen mich wieder im Gesicht erwischen, bin ich diesmal leise. Weil das Reden führt ganz oft dazu, dass die Bienen dann einen angreifen. Was zu tun ist, ist klar. Kleine Winterkontrolle. Oh doch, das möchte ich hier doch erzählen. Also wenn ihr auf eurer Windeldiagnose unten solche gelben kleinen Brocken findet und wenn ihr die nehmt und zusammendrückt und ihr eine Kugel formen könnt aus Bienenwachs, das was ich jetzt gerade gemacht habe, dann sind das die Honigkappen, also sprich die Zelldeckel von den verdeckelten Futterwaben. Das ist, wenn die Biene öffnet, dann lässt sie das runterrieseln. Und wenn wir eine Windel drin haben, können wir das eben so sehen. Das bedeutet eigentlich nur, dass die Bienen hier gerade eben ja, Futterwaben geöffnet haben.
Okay, also das hier sieht nicht gut aus. Das ist ein extrem hoher Leichenfall. Gefällt mir gar nicht. Eventuell eine Maus. Müssen wir mal genauer gucken. Beim Nachbar ist gar nichts. Hat wohl nicht geklappt mit dem Nichtreden. Also eine Maus kann ich schon ausschließen, weil bei Mäusen bleibt der Thorax nicht vorhanden. Also sprich, wenn ihr einen Mausschaden habt, dann seht ihr nur Köpfe und Hinterleibe und die Mitte ist weggebissen. Diese weißen Pünktchen hier drin, das ist Zuckerwasser, wo kandiert ist, oder aber auch ein Honig, der zu stark kandiert ist und für die Bienen nicht mehr zugänglich ist. Also da gucken wir jetzt mal genauer rein, warum, wieso hier so viele Leichen geflogen sind. Also was mir halt hier sofort auffällt, ist, dass das Bienenvolk irgendwie quer durcheinander sitzt. Wir haben hier nicht so eine Einheit drin. Schwierig zu beurteilen von der Oberseite. Ich werde das Volk anklappen und darauf hoffen, dass die Bienen mich in Ruhe lassen. Sonst muss ich dann einen Smoker zur Hand nehmen. Ja, bei dem Volk ist alles gut. Ja, gucken wir mal, was die haben hier für ein Problem. Okay, also es sieht eigentlich überhaupt nicht nach einem Problem aus. Einfach ein riesengroßes Bienenvolk. Und hat vermutlich hier noch zu viel Varroamilben drin gehabt, bis dann Behandlung richtig gewirkt hat. Aber ich sehe jetzt hier sonst keine Anomalien. Aber es ist immer gut, wenn man unten an der Klappe halt schon Leichen sieht oder Anomalien, dass man eben dann nochmal diesen kleinen Griff macht und wirklich reinschaut. Und der erste Moment, also der erste Verdacht, wo ich sagte von oben, das Volk sitzt ein bisschen krumm, hat sich hier ganz klar widerlegt. Also die Bienen sitzen hier perfekt drin. Scheint dann wohl an diesem schönen Wetter zu liegen, dass der erste Blick von oben etwas irreführend war. Wie gesagt, hier ist alles gut. Machen wir dazu. Smoker habe ich auch nicht gebraucht, zum Glück. Nächstes Volk. Hier sieht man auf einen Schlag gleich mehr Varroamilben. Aber ich denke, kein größeres Problem für dieses Volk.
Sieht gut aus. Okay, also hat hier alles gut funktioniert, bis auf das, dass ich gesagt habe, ich möchte euch das in Stille zeigen und dann habe ich doch wieder gebabbelt. Aber ich mache ja auch die Videos, damit man hier was lernen kann. Richtig toll, wie die alle fliegen. Hier hat man fast den Eindruck, dass die Bienen hier ein zweites Flugloch entdeckt haben. Ist jetzt aber zustande gekommen durch das Öffnen der Klappe. Da sind einfach viel zu viele Flugbienen rausgekommen und haben ihre Pheromone da abgelassen. Und das wird jetzt das Bienenvolk in den nächsten Minuten, Stunden etwas verwirren. Aber die Bienen sind ja schlaue Tierchen, die werden das bald wieder verstehen, dass das Flugloch ausschließlich auf dieser Seite sich befindet. Gut, dann zum nächsten Stand. Bienenstand, Bienengarten in Durlach-Aue. Wie gesagt, Bauerwartungsland, deswegen nicht wundern, wie es hier gerade aussieht. Ich versuche mal hier bei der Bearbeitung wirklich mal leise zu sein, dass wir zumindest ein Video haben, wo ich mal nichts rede. Sticht die mich in den Fuß. Eine Biene da gerade rein. Da ist er. Und einen Stich in den Fuß bekommen. Nur weil meine Biene eingequetscht hat. Die wollte gar nicht stechen.
typischer Varroa-Schaden. Puppen, die nicht die volle Metamorphose mitgemacht haben. Teilweise abgebissen von Bienen. Sozusagen aus der Zelle rausgeholt, weil sie eben befallen waren. Da haben die Bienen allerdings einen guten Job gemacht. Und wenn ich so schon am Reden bin, beim anderen Bienenstand habe ich euch ja gezeigt, die weißen und hellen Wachsschuppen, Bienenwachs. Klar ist alles Bienenwachs, allerdings das helle und gelbe kommt eben von Honigwaben. Und das da hier sind die Kappen von der Brut. Deswegen sind die auch dunkel. So kann man übrigens erkennen, ob die Bienen schon wieder in Brut sind. Und bei den Temperaturen, was wir hier bei uns jetzt die ganzen letzten Wochen hatten, nicht einmal Minusgrade, sondern konstant eigentlich über ja, knapp schon 10 Grad Marke. Ja, da sind die Bienen definitiv wieder in Brut. Schön. Tolles Abschlussbienenvolk. Genial. Das sind 2-3 Bienen drunter. Oh, das geht so schnell, wenn man Bienen einklemmt. Vielleicht vorsichtig sein. So, die anderen zwei Bienenstände, Kierschütte und Wolferzweier, die mache ich heute nicht, die mache ich dann morgen früh. So, hi. 2 Tage später geht es jetzt hier weiter mit der Permakultur in Wolferzweier. Jetzt sehe ich gerade hier beim ersten Volk, das steht ziemlich schief. Da hat ein Maulwurf wohl einen Hügel in der Mitte gemacht und das ist hier zur Seite gebrochen. Können wir wahrscheinlich relativ fix beheben, dank dem Hügel hier. Ist natürlich jetzt noch nicht richtig gemacht, weil normalerweise mache ich das mit der Wasserwaage. Aber es ist davon auszugehen, dass das sowieso noch weiter runter sackt. Von daher mache ich das jetzt erstmal so. Und im Frühling werden die dann nochmal richtig austariert. Das mache ich so 1 bis 2 Mal im Jahr. Im Frühling und im Spätjahr wird mit der Wasserwaage bei jedem Bienenvolk geguckt, dass die auch wirklich im Lot stehen. Ansonsten kann man da nicht so toll arbeiten, weil die Bienen bauen ja immer gerade. Das heißt, wenn die Kiste schräg steht, dann ist für mich als Imker das Wabenwerk dann krumm, weil die Biene baut ja trotzdem gerade. Also wenn die Kiste eben in so einem Winkel steht, haben wir trotzdem die Waben gerade. Da wird mein ganzes System durcheinander kommen. Von daher eher ein Imkerproblem. Und ein Bienenproblem wird es immer dann, wenn die Waben schon drin sind und sozusagen schon die Richtung haben. Wir machen dasselbe wie bei den anderen Bienenständen. Kurz gucken, ob das Volk okay ist. Das war ja das Volk, wo noch so viel Varroa-Milben drin hatte. Und was man auch gleich gesehen hat, die waren jetzt sehr, sehr nervös. Da gucke ich jetzt von oben rein, wie es denn da aussieht. Das mit dem Milbenfall hat sich hier erledigt. Auf die vielen Wochen, die paar Milben, wo wir das gesehen haben, sind nicht relevant. Aber Volkstärke muss man hier mal genauer anschauen. Weil das war ja wirklich sehr, sehr klein. Okay, also das sieht nicht gut aus. Dann gucken wir das doch mal hier von der Seite an. In dem Fall muss man aufklappen, mal genauer gucken. Okay, das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Bienenvolk. Das Thema Vereinigung ist durch. Es gibt kein Volk mehr zum Vereinigen.
entweder sie packen es oder sie packen es nicht. Und nur für den Fall, dass sie es nicht packen sollten, wäre das dann das einzigste Volk, wo ich wirklich verloren hätte. Weil alle anderen Völker, die ja schwach waren, habe ich ja erfolgreich vereinigt. Jetzt hoffen wir mal, dass die es schaffen. Wenn ihr so ein Volk habt, in der Volksgröße im Februar, muss jede Alarmglocke angehen. Das sieht nicht gut aus. Die Lösung ist hier jetzt relativ einfach. Vereinigen würde nur Sinn machen, wenn ich jetzt nochmal so ein Volk hätte. Aber ich muss euch deutlich sagen, wir haben schon diese eigentlich grobe Regelung, dass wir ein Bienenvolk, also das ganze Thema vereinigen, bitte bis zum Jahreswechsel. Und dann sollte dieses Thema Vereinigung wirklich restlos abgeschlossen sein. Danach muss jedes Bienenvolk eben so stark sein, dass es die Winterzeit durchschafft. Und wenn ihr inzwischen drin noch so ein ganz schwaches Volk habt, ja mein Gott, dann bricht man mal kurz die Regel und vereinigt halt nochmal, aber es tut den Bienen nicht so gut. Und besser wäre es, wenn das Bienenvolk einfach bis zum Frühling durchhält. Dann ist das Thema mit einem einzigen Kontrollgang hier beendet, weil ich kann jetzt zum Beispiel aus 3 oder 4 Völkern schlupfreife Brut rausnehmen, die stärker sind, und dann so einem krüppelschwachen Bienenvolk zur Verfügung geben. Deswegen schlupfreife Brut, weil die Bienen sind in der Lage, also die müssen ja immer ihre Brutflächen auch pflegen, und wenn ich jetzt 3 fette Brutwaben auf ein Bienenvolk setze, wo so nur 2 Wabengassen oder 3 Wabengassen besetzt hat, das macht natürlich keinen Sinn, es sei denn, sie schlüpfen direkt heute und morgen, weil dann kommt ja sofort ein individueller Zuwachs dazu, wo auch die restlichen Brutwaben dann pflegen kann. Ja, also so darf ein Bienenvolk nicht aussehen um die Jahreszeit. Finde ich gut, dass wir es gesehen haben, weil dieser YouTube-Kanal ist ja eigentlich für die Leute, die Interesse haben an der Bienenhaltung und dann auch sich inspirieren lassen wollen. Und da dürfen auch schlechte Völker bei mir drin sein. Gucken wir mal, wie es dem hier geht. Hoffentlich besser. Aha. Also hier sehe ich jetzt erstmal noch nicht so viel Schaden. Ein paar tote Bienen sind da, die holen wir jetzt raus. Man sieht auch noch, dass die Varroa-Probleme haben. Sonst wären ja hier die Puppen nicht rausgefressen worden. Und von der Volksstärke hier kann ich nichts dazu sagen. Zumindest nicht von der Unterseite. Was mir hier auch auffällt, auch ein nervöses Volk. Ist aber normal, wenn unten nicht so viel Waben sind, dann sind dementsprechend auch nicht so viele Bienen. Dann haben die sich bereits hier nach oben verkrochen. Und die Volksstärke kann man dann... Also irgendwie habe ich jetzt gerade die Verbindung zur Kamera verloren. Ist aber hoffentlich nicht schlimm. Ich war hier stehen geblieben mit Thema, wir können Futterkontrolle jetzt gleichzeitig machen mit der Volksanalyse, wie stark die denn wirklich noch sind. Okay, also von hier oben sehe ich halt auch viel zu wenig Bienen und unten waren auch zu wenig Bienen drin. In dem Fall ist jetzt wieder gerechtfertigt, da in das mittlere Segment reinzuschauen. Oh, okay, hier hängt eine Wabe fest. Wie ist denn das zustande gekommen? Ah, oh. Okay, da hat es mir hier eine Leiste sogar weggedrückt. Ja, Propolis und Holzverzug. Okay, halb so schlimm. Müssen wir allerdings im Frühling definitiv reparieren. Vibrationen mögen die Bienen gar nicht. Ich auch nicht, weil genau so kriegt man die Bienenstiche. Okay, jetzt für den Winter muss es lang. Im Frühling habe ich alle Zeit der Welt, das dann nochmal zu überprüfen. Ich nehme jetzt auch einfach diese Latte hier raus, weil... Das klemmt sonst im Holzverzug, dann habe ich beim nächsten Öffnen genau dasselbe Problem. Belassen wir es erstmal so. Also ihr seht, Volksstärke ist hier okay. Man hat es aber jetzt nur auf den zweiten Blick gesehen. Also von unten habe ich gedacht, oh mein Gott, mein Volk ist tot. Von oben habe ich gedacht, oh mein Gott, wo sind meine Bienen? Und wenn ich jetzt hier das mittlere Segment anklappe, muss ich halt sagen, hey, sieht mittelmäßig gut aus. Könnte größer sein, aber so wie es jetzt aussieht, die kommt definitiv über den Winter. Machen wir uns mal keine Sorgen. Und die haben doch ihre Ruhe wieder verdient. Machen wir die wieder zu. Ich möchte es gerade noch mal von oben zeigen. Zum Thema Beweisführung.
Ja, wenn man hier oben guckt, denkt man wirklich, oh mein Gott, wo sind meine Bienen? Futterwaben sind hier alle noch voll verdeckelt, deswegen auch hier die Futterkontrolle ist erfolgreich. Aber zugegebenermaßen, ich sagte ja hier, dieser Wolfer-Zweierer Bienenstand, den hat es im Spätjahr am meisten getroffen mit der Varroa-Geschichte. War mir schon klar zum Dezember mit der Oxazero-Behandlung, dass hier der Bienenstand nicht so toll auswintern wird wie die anderen Bienenstände. Hier mal selbe Spiel. Das Wabenwerk ist halt nicht ausreichend groß, damit alle Tiere unten sitzen. Aber man sieht hier, das ist übrigens mein Handy, kein Bienenschwarm, man sieht hier jetzt bei dem Volk von der Seite absolut, dass hier alles okay ist. Hier war eine Pseudozelle, können wir ignorieren. Das Volk hier ist auch groß genug, weil so wie die hier schon sitzen, werden die auch in den oberen Bereichen drin, also hochgegangen sein in ihre Futterwaben. Wenn es ein ganz großes Bienenvolk ist, sieht man es hier auch hier oben sitzen. Ja, seht ihr? Also hier ist die ganze Wintertraube. Ich zeige mal hier drauf mit dem Drahtbügel. Sitzen hier in circa Fußballgröße und unten sind noch Bienen, also ausreichend Bienenmasse vorhanden. Futter auch noch mehr als genug. Machen wir dazu. Und übrigens, die nächste Kontrolle ist auch hier bei dem Bienenstand erst wieder in den nächsten 6 bis 8 Wochen. Windel immer sauber machen. Wenn ihr die Windel nicht sauber macht ab und zu, dann kann sich da so viel Gemüll sammeln, dass es schimmelt und wirklich so eine eklige Suppe unten wird. Deswegen nicht vergessen, die Windeln hin und wieder mal zu wechseln. Hier muss ich im Besen mal ein bisschen hin. Oh oh. Oh oh, deswegen, weil die mich gerade alle angucken. Und eine falsche Bewegung und ich habe hier einen Kollektivangriff. Ruhig bleiben ist das Zauberwort. Und trotzdem die Arbeit weiter durchziehen. Und jetzt seht ihr, wir haben da ziemlich viel Bienen hier auf der Leiste. Da gibt es jetzt so einen kleinen Trick. Wir setzen das Brett wirklich parallel hier oben an und schieben jetzt alle Bienen, die eventuell vorhanden sind, einfach weg. Jede andere Methode würde zur Quetschung führen. Deswegen machen wir das in dem Fall dann so. Seht ihr? Ganz langsam reinschieben. Wenn man keine Widerstände merkt, dann ist auch keine Biene geklemmt. Dann kann man sie dazu machen. Gut. Und dann haben wir hier oben nochmal das Thema Futterkontrolle. Ja, so mehr als genug Futter dazu. Das Thema Kondenswasser habe ich bei mir auf dem Schirm. Wir sind dabei, Deckel zu entwickeln, die passgenau auf die Kiste drauf geht. Auch wieder Marke Eigenbau, so wie sozusagen der Unterbau. Das Home Hive. Wir sind dabei, einen diffusionsoffenen Deckel zu kreieren für dieses Modell. Noch habe ich das nicht im Sortiment, ist Zukunftsmusik und hängt natürlich auch größtenteils von ab, wie viele Leute hier spenden, weil meine ganzen Arbeiten, die ich hier tue, sind fürs Allgemeingut. Und ich glaube, ich habe schon genügend Eigenkapital in die Natur investiert. Bäume und Pflanzen gekauft, zudem eben jahrelang so ein System entwickelt, wo ich sogar auch noch mir überlegt habe mit dem Thema Patent. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Das ist eine Errungenschaft, die darf kein Geld kosten, weil ich eben doch eher den Vorteil sehe von dem System. Den Bienen wird es mit Sicherheit
global besser gehen, wenn wir eher in solchen Kisten imkern wie in den normalen. Nicht umsonst habe ich ja mit der regenerativen Bienenhaltung dann mein eigenes System entwickelt, weil einfach alle anderen Bienenkisten diesen Anforderungen, speziell was die Bienenbiologie angeht, eben nicht zurechtkamen. Und ihr könnt übrigens den Bauplan für das Home Hive sogar kostenlos downloaden. Ich möchte dafür kein Geld. Zumindest nicht damit Also ich möchte damit nicht reich werden. Aber ich freue mich natürlich ohne Ende, wenn die Menschen nicht nur den Bauplan einfach kostenlos downloaden und selber nachbauen, sondern wenn sie auch einfach spenden und dann auch wissen, wo dann ihr Geld hingeht. Nämlich hier bei mir direkt in den Naturschutz rein und in die weitere Forschung und Ausbau dieses Homehive-Modells. Also hier, die sitzen auch total zahm hier drin, wunderbar, unten voll, also nicht ganz voll, aber ausreichend und hier oben auch ausreichend Bienen drin. Bis jetzt haben wir hier kein super duper großes Volk gesehen. Das sind alles ja, schwach bis mittelmäßige Völker, die aber trotzdem über den Winter noch kommen. Okay, bis jetzt lief alles gut. Und habe ich hier die Platte sauber gemacht? Ja, habe ich schon. Okay. Und hier nochmal die letzten zwei. Hier erinnere ich mich, das Einraum-Homehive hat die beste Bienenstärke und auch die beste Vitalität. Die hatten so gut wie gar keine Milben. Was da auch an der Behandlung nachher rauskam durch die Oxalsäure, war auch ja, wirklich wenig an Milben. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es waren unter 20 Stück. Und das Volk sitzt halt nach wie vor einfach perfekt in der Wintertraube. Richtig gut. Und wir sehen wieder den Nachteil von längeren Kisten. Die Bienen haben einfach bei längeren Kisten mehr Probleme, ihre Leichen rauszuholen. Deswegen manuell nachhelfen mit dem Besen. Hier gehen sie in den Angriff rein. Deswegen werde ich jetzt da unten nicht weiter fegen. Zumachen. Das Schöne ist bei Einraumkisten, die Futterkontrolle habe ich jetzt tatsächlich von der Seite gemacht. Ich habe nämlich hier gesehen, alles volle Honigwaben. Dann spare ich mir den Blick von oben. Also das hier war jetzt ein super duper Volk. Richtig gut. Wie geht's denen hier? Jede Menge Gemüll. Wie gesagt, die braunen Kappen hier auf der Windel, die zeigen an, dass das Brutkappen sind. Also ergo, das Bienenvolk ist wieder in Brut gegangen. Was mich wie gesagt auch nicht wundert. Wir haben nämlich jetzt schon wieder 16 Grad und das im Februar. Auch ein sehr geiles Volk. Das sieht richtig gut aus. Schön. Da dazu. Ja, habt ihr gehört? Also da waren jetzt zwei Bienen drunter. Das hat er geknirscht. Schade. Wow, und hier, na, also da sieht man jetzt, das ist dann ein richtiges Super-Duper-Volk. Unten Bienen, oben Bienen und speziell bei solchen Völkern ganz besonders gucken auf die Futtergeschichte. Jetzt haben wir hier so eine Besonderheit, wir haben unsere Bienen im Weg. Und wir können jetzt gar nicht sehen, ob da unten drunter Futter ist. Dann ärgern wir die Tiere einfach mal weg. Ich muss mit dem Finger ein bisschen reinbohren, dass die weggehen. Und wenn das mit dem Finger nicht langt, weil er vielleicht zu dick ist, dann helfen wir hier mit dem Stockmeißel ein bisschen nach. Und einfach nur ganz wenig die Bienen berühren. Dann gehen die weg. Wir haben freie Sicht auf unser Wabenwerk. Zumindest im oberen Bereich. Und ich sehe hier eine volle Verdeckelung. Ja, auch hier sehe ich volle Verdeckelung. Da will ich auch noch mal kurz reinschauen. Jawohl, auch hier sind die Waben noch alle verdeckelt. Also auch hier brauchen wir uns keine Gedanken machen um das Thema Futtermangel. Mehr als genug drin.
So, und das war's wieder. Ich komme hier wieder in den nächsten 6, 7, 8 Wochen her. Mach genau dasselbe. So lange, bis der Frühlingsanfang ist. Und dann geht's wieder richtig los. Das werde ich natürlich euch auch auf Band zeigen. Und jetzt geht's erstmal zum nächsten Bienenstand. Zur Kirschhütte. Bis gleich. So, und der letzte Bienenstand, Kirschhütte, wird jetzt auch noch angeguckt. Hier wunderbar, wie die Schneeglöckchen alle schon am Blühen sind. Das ist so auch eine richtig tolle Bienenweide. Da gehen die Bienen doch sehr, sehr gerne rein. Wow, hier jetzt das ganze Hochbeet mit Karden übersät. Wird in den letzten paar Wochen gewachsen. Die Karden will ich da aber echt nicht haben. Hier wächst anderes Zeug, da hat die Karde nichts verloren. Die muss man ausstechen. Natürlich dürfen da drin bleiben, aber die meisten müssen hier weg. Sonst sind meine anderen Blumen unten drunter platt. Aber ist ja auch eine Bienenweide. Zumindest für andere Insekten, nicht für Honigbienen, aber die Karden haben ganz tolle Werte für Käfer und Wildbienen. Ja, fangen wir mal an mit denen hier. Mit den alten Segeberger Modellen noch. Leichen sind da unten schon mal keine. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wie sieht es da aus? So, wegen drei Bienen lohnt sich der Besen nicht. Da sitzen sie schon, das sieht gut aus. Wow, hier, das ist melonengroßes Bienenvolk. Futtermäßig alles voll, passt soweit. Gleich wieder zu. Hier sieht es auf den ersten Blick einen Tacken schlechter aus, aber im Gesamtbild wunderbar, sehr schön. Nee, sieht genauso aus. Auch Wassermelonen groß. Hier bei dem Fall brauche ich die Bienen gar nicht wegschubsen, weil ich kann hier sofort sehen, alles voll verdeckelte Honigwaben. Oh, und sie greifen an. Haben sie genug. Der Blick hat ja auch ausgereicht, um zu wissen, was man wissen muss. Nächstes Volk. An dem Bienenstand sind die auch schon in Brut wieder. Das sieht man an der Platte unten, wie gesagt. Okay, die Bienen haben sich hier auch nach oben hochgezogen. Unten ist Futter weg und so viel Waben waren es auch nicht. Man hört sie schon. Schön. Ausreichende Größe. Super gut. Wow. Hier in Hohenwettersbach sind übrigens diese ganzen Kirschfelder. Also die ganzen Felder, wo man hier jetzt auf der Kamera sieht, das geht ja kilometerweit. Und da sind hunderte von Obstbäumen und das zu 80% die Kirsche. Wenn ich hier Glück habe, bekomme ich im Frühling bei der Kirschblüte auch einen Sortenhonig raus. Den hatte ich einmal in 8 Jahren. Tatsächlich hier ein Kirschblütenhonig. Schmeckt sehr fruchtig und wird auch sehr cremig von der Konsistenz. Okay, ein paar tote Bienen. Holen wir es mit der Hand raus. Ja klar, hat denen nicht gefallen. Das Volk war immer schon ein Ticken aggressiver. Haben wir ja gerade gesehen, wie die auf mich losgegangen sind. Ein Stich hat es mich gekostet in die Hand. Und hier habe ich noch ein paar Wächter um mich rum, die mich auch pieksen wollen. Dann geben wir denen einfach die Zeit, dass sie wieder weggehen. Komm, gehen in ein Flugloch rein. Kleiner wie die anderen und trotzdem ausreichende Größe. Die sitzen hier immer noch auf circa Basketballgröße und das ist ausreichend. Schönes Volk. Und wenn sie weiter rumspinnen, dann muss ich im Frühling die Königin auswechseln. Auch keine tote Biene drunter. Hier auch keine tote Biene. Gut.
auch ausreichend groß. Futterwaben, um es hier nochmal genau zu zeigen. Schön schneeweiß verdeckelt und das durchgängig. Also keine Gedanken machen bei sowas. Dann haben wir hier die Segeberger 1,5 Zager. Die, wo ich übrigens nicht mag, aber trotzdem habe wegen dem Imkerkurs. Gut, brauchen wir uns auch um nichts kümmern. Hier sieht man auch schön die Wintertraube. Hier übrigens, wenn man die Hände drauflegt auf so eine Wintertraube, das ist wirklich handwarm. Die Bienen halten ja ihre ca. 25 Grad im Zentrum im Winter. Und wenn man die Hand auflegt, dann merkt man das auch, wie wunderbar warm die Bienen sind. Das Bienenvolk ist so gut wie gar nicht in Brut. Ein bisschen was, aber das meiste war gefressene Zellkarten. Bei dem Volk sieht es schon anders da aus. Die sind schon ins Brutgeschäft eingestiegen. Und was haben wir hier? Die haben auch noch nicht die Brut angefangen, beziehungsweise auch ganz wenig nur. Voilà. Ja. Ja, das kommt davon, wenn man die Völker zu eng stellt. Hier habe ich gerade gesehen, das Volk hier ist sehr stark am Fliegen. Ja, geil. Wow. Perfekt. In Perfektion, das Volk. Gleich dazu die guten. Ne, ihr seht, die Anzahl der Waben im unteren Bereich ist kohärent mit dem Bild, dass je weniger Waben, desto schneller gehen die Bienen nach oben. Weil einfach das Volumen vom Futter schon weggefressen ist. Je mehr Waben hier unten im Spätjahr drin sind und zudem noch gefüllt sind mit Honig oder Zuckerwasser, desto länger bleiben die Bienen natürlich auch im unteren Bereich und sind dann dort sichtbar. Schönes Volk. Und noch mal eins. Ja, hier gibt es auch nichts zu meckern. Da unten sind jetzt ein paar Leichen drin, die möchte ich raus haben. Ihr seht, das war jetzt ein Besen. Strich zu viel. Das ganze Volk ist gerade nervös geworden. Meine Reaktion darauf war jetzt einfach mal kurz zurückzugehen, keine schnellen Bewegungen zu machen, die Luft anzuhalten. Und jetzt schütze ich mein Gesicht mit der Platte, dass die Tiere bloß nicht mein Gesicht sehen. Die haben nämlich eine Gesichtserkennung. Ich habe keinen Stich bekommen und es lag nicht an der Biene, es lag an meinem Verhalten. Eine Bewegung zu viel und ich hatte 10 Stiche im Gesicht gehabt. Ging aber gerade noch mal gut. Riesengroßes Bienenvolk, richtig gut. Futter sehe ich hier auch noch. Allerdings wird es hier knapp. Ist noch genug drin, aber man sieht hier an der Seite, hier ist leer, hier ist leer. Und da gehe ich jetzt gerade im Stockmeißel noch mal in die Bienen rein. Weil das will ich wissen. Wie es genau hier in der Mitte aussieht mit dem Futter. Okay, voll verdeckelt. Ich habe in meinem Wabenlager noch eine Kiste mit Futterwaben. Hier kann ich bei der nächsten Kontrolle die Wabe und die Wabe komplett auswechseln mit richtig großen Futterwaben wieder. Auch dann habe ich weniger Sorgen, was im Frühling die Futterversorgung angeht.
Auch das Volk hat noch genügend Futter, wird aber auch knapp. Ich sehe offene Zellen und ich sehe verdeckelte Zellen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Hole mal so eine Wabe raus. Wenn ich rankomme, wie die gerade aussehen. Also weil hier von oben sehe ich ja tatsächlich offene Zellen. Deswegen schauen wir jetzt auch noch mal kurz die eine Wabe hier an. Sporadisch. Sie hat aber noch Gewicht. Also das ist jetzt halt noch ausreichend drin. Ja. Das ist noch okay. Die haben hier im Spätjahr nicht sauber gearbeitet. Sonst wären die Waben komplett verdeckelt. Ja, aber sowas hier zum Beispiel kann ich dann beim nächsten Termin definitiv austauschen. Ne? So eine offene Wabe, die auch sehr viel Wasser sammelt. Ihr seht, offene Zellen geben doch einen sehr hohen Wassergehalt dann über den Winter. Und solche Waben gehören definitiv ausgewechselt. Die Bienen sind jetzt noch gar nicht dran. Die werden da aber in den nächsten 6 bis 8 Wochen hochgehen, komplett. Und ja, da werden wir dann nochmal die Waben hier unter die Lupe nehmen und austauschen. Also das hier muss echt ein mega starkes Volk sein, weil ihr habt es ja gesehen, von der Unterseite komplett besetzt. Hängen da wie ein Basketball drin und hier oben haben wir auch nochmal Basketballgröße. Das heißt, das Volk ist hier von der Volksstärke, sitzt dieses Bienenvolk momentan so. Das ist mal eine fette Wassermelonengröße und freue ich mich auch, wie die im Frühling sich dann entwickeln. Schön, schön. Futter auch hier überall hier, na, seht ihr das? Schön verdeckelt, 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 verdeckelt. Auch hier verdeckelt, verdeckelt. Hier ist was offen, aber nicht schlimm, sind die Randwaben. Das war's. Ich freue mich, wenn ihr auf Abonnieren drückt und euch auch ein frohes Imkern. Tschüss.